Herzlich willkommen zurück bei Folge 31 von Let's Play Final Fantasy 7. Oh, gar nicht lang schnacken, weiter geht's. So. Wir müssen. Okay. Soll ich ihm vielleicht die Eismaterie auf die Waffe machen? Hier unten. Nope. Wahrscheinlich überfluten wir einfach die Slums von Sektor 7, weil wir einfach irgendwelche Hebel benutzen. Irgendwo muss ja das Abwasser hin. Geht's nicht weiter. Hoch. Kann mir nicht vorstellen, dass sich das bewegen wird. Okay. Wird er nicht grundlos hier sein, vermute ich. Materia. Oxin. Ja, dass wir da lang müssen, ist klar. Balance. Sie heilt ja richtig gut gerade. Knapp 2000 mit Vitra. Ich gehe vor und sehe mich um.
Verdammt, meine Gedanken rasen wie wild. Ich weiß, ganz normal. Die wollen Sektor 7 zerstören? Das kann sie nicht ernst meinen. Aber selbst wenn sie es ernst meinen, ziehen sie das bestimmt nicht durch. Bestimmt nicht. Ja. Eris, weißt du etwa mehr? Wie? Tifa, Eris, kommt einzeln rüber. Okay. Ich gehe vor. So. Eris, jetzt du. Alles klar. Er hat nichts gemacht. Weiter. Hier noch was zum Zerkloppen? Nö. Gedanken wieder? Ja. Wir können die Zukunft noch ändern. Du musst nur fest daran glauben. Verstehe. Wenn du meinst. Denk einfach an was Schönes, wenn Sektor 7 gerettet ist. Wenn wir es schaffen, könnten wir oben bummeln. Also... Wir könnten zum Beispiel was Hübsches für den siebten Himmel suchen. Du und ich? Warum nicht? Ja, klingt toll. Cloud kann unsere Tüten tragen. Dem geben wir ordentlich zu schlecken. Redet ihr über mich? Tun wir nicht. Schau mit V-Cloud. Halt dich fest! Nicht loslassen! Noch einmal festziehen! An diese Kanalisation, alles schon wieder kaputt hier. Vielen Dank. Ach was? Warum kann man nicht ändern? Ne? Nee. Kurz chillen. Dann weiter geht's, meine Damen.
Aha. Aha. Killerkram. Kinderspiel. Das schaffen wir mit Licht. Neuer Versuch. Jetzt. Ja, ich mache aber auch drei Kreuzungen aus der Kanalisation raus und. Da liegt eine Materie. Okay. Und zurück. Bleib zurück. Fällt mir im Traum nicht an. Es ist aus. Widerstand in die Staatsgewalt. Los geht's. Mein Einsatz. Die Kisten waren immer befriedigend. Schön viele. Seelenohrring. Zeit, dass ich ein wenig gelangweilt wirke, aber dieses Hin- und Hergerenne. Würde ich lieber grinden. Ein bisschen fehlt das Grinden sowieso gerade. Seht mal, geht es da etwa aus? Jo. Ich frage mich, ob sich der Wasserpegel irgendwie senken lässt. Nee, wir müssen schwimmen. Einfach schwimmen.
seht mal. Im Keller der Bar ist auch so ein Steuerpult. Damit lässt sich der Wasserzulauf regulieren. Kriegst du das hin? Alles Wasserablauf. Das muss es sein. Wird der Alleskönner den Hebel umlegen können? Läuft das? Oh, ein Fehler. Scheint kaputt zu sein. Rote Leuchte. Mit der manuellen Pumpe Müllansammlung. Das habe ich in der Bar schon mal. Okay. Komm, Aris. Wir beide erledigen das. Cloud kann. Aber ich. Die Pumpe müssen zwei gleich. Wir sind gleich wieder da. Okay. Alles Handarbeit. Bedienung der Entwässerungspumpe nutzen, um das Ventil. Also los! Versuchen wir es nochmal. Ah, okay. Ich verstehe. Nicht so hektisch. Ja, ich hab's verstanden. Nein! Oh mein Gott! Okay. Das war perfekt. Karenz. Pump up the jam, Tifa. Manche Minigames sind nicht meins. Wow, Alter! Versuchen wir es nochmal. Schocke. Großartig! Komm, gehen wir zurück. Cloud macht sich sicher schon Sorgen. Ja, bestimmt. Das klingt stark nach Cloud. Jetzt darf Cloud nicht mal mehr den Hebel bedienen. Hat ja gut geklappt. Was hast du erwartet? Ich sehe noch nicht, warum es zwei gleich starke bedienen mussten, aber.
Vielleicht kann man was Sinnvolles upgraden. Glaube nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die recht schwer sind. Ich gehe vor und sichere den Ausgang. Klaus. Das ist halt echt gut. Wir machen es uns aber auch schwer. Wir schmecken nicht. Ungenießbar. Komm, Ferris. Geht schon mal vor. Los. Ja. Wie viel Anschluss. Kanalarbeiter, Trophäe. Roger. Der Vergeltungsschlag wird durchgeführt. Wir beginnen mit der Induktion. Die Typen in ihrem Turm da oben drehen echt am Rad. Jeder Widerstand wird im Keim erstickt. Das ist doch nichts Neues, oder? Einen ganzen Sektor zu vernichten, aber schon. Naja, wer im Glashaus sitzt, was? Sicher nur eine Patrouille. Los, nach Sektor 7. Erstmal kurze Pause. Das reinste Labyrinth. Die Leute nennen es Eisenbahnfriedhof und sammeln hier Schrott. Hinter dem Bahndepot dort liegt Sektor 7, wenn ich mich nicht irre. Lasst uns da lang gehen, wo es beleuchtet ist. Beleuchtet? Da vorne. Unheimlich. Hier ist... Nachts kommt hier nicht nur wegen der Ungeheuer. Gerüchte? Na, das ist auf dem Eisenbahn... Es heißt, dass wer sich hier nachts... Ihr sollt spuken? Das sind sicher nur... Beeilen wir uns. Ja, Spuck. Das ist mein Job. Aber für mich gibt's auch was zu tun, oder? Bis hier und nicht weiter. Es ist geschafft. Wenn er offen kriegt.
Mithril-Stab. Ich bin aber sehr zufrieden bei Aeris. Ist er noch stärker? Der ist ja mal noch krasser. Gibt's da nicht. Und nur zwei Verstärkungen, okay. Mithril. Das würde ich sagen, finden wir heraus in der nächsten Folge. Bis dann!